Moin, moin, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Daddelzeit hier mit, ich wollte schon sagen, Divinity Richness in 2, nein, mit Rimworld natürlich. Ich bin heute wieder etwas verdaddelt, aber ihr kennt es ja, glaube ich, nicht so großartig anders von mir. Von daher machen wir einfach mal mit Rimworld weiter. Jetzt hab ich's auf jeden Fall. Genau, wir haben eine Boomalope, die ein bisschen mit Milch auch schon gefüllt ist. 18%, perfekt. Ich weiß jetzt nicht, ob nur die weiblichen Boomalopen Milch ansetzen oder ob das egal ist. Ich habe auch nicht auf dem Schirm, wir hatten zwar schon eine Boomalope als Haustierchen, aber ich weiß nicht, ob die weiblich oder männlich war. Das Ding ist auf jeden Fall weiblich, so viel weiß ich. Aber ich bin glücklich, wir haben eine Boomalope, wir haben wieder Kraftstoff gesichert. Kann der uns nicht ausgehen, sondern wird munter weiter unsere Generatoren füllen. Und hier mit 20 Kraftstoff kommen wir für 5 Tage und eine Stunde aus. Ich würde mal sagen, Kraftstoff ist eine nette Sache soweit. Und vielleicht können wir dann ja noch einen anderen Generator mit Kraftstoff irgendwie etablieren. Wäre gar nicht mal so schlecht. Wie sieht es überhaupt gerade mit Metall aus? Ah, da wird kräftig... zu dritt arbeiten die da. Ich glaube, Grau darf langsam mal, bis sie grau wird, ein wenig Metall tragen. Komm, auch Enster kümmert sich ebenfalls um etwas Metall. Döner reicht erstmal, wenn der das tut. Aber wir müssen ja auch mal ein bisschen was davon überhaupt ins Lager bringen, weil was bringt uns das ganze Metall, wenn wir nichts damit anfangen können? Also nichts wie rein mit dem Zeug und freuen auf jeden Fall. Freuen ist immer gut. Freuen auch über die Teufelsgarnpilze, die jetzt so langsam aber sicher heranwachsen. Freuen über die Pappeln, die jetzt zu ernten dastehen. Warte mal, ich mach mal hier Holzhackenbefehl geben. Ach, die darf auch schon. Ich dachte, die ist noch gar nicht so weit. Ach nee, da war nur eine einzelne oder so, die nicht so weit ist. Ach, das ist ein Busch. Deswegen. Auch lustig. Ja, ne? Kann man mal hier hinschicken, jemanden. Raven trägt Holz zur Lagerzone. Sehr vorbildlich. Ja, da ist jetzt auch angebaut. Nicht nur angebaut. Das Zeug ist auch schon genial gewachsen. Ho, 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 auf jeden Fall. Und da kann ich in der Theorie gleich den Raven auch mal... Sobald er fertig ist, kann ich den da mal Holzfällen schicken. Und dann haben wir richtig guten Vorrat, können Stühle, Betten und was nicht alles bauen. Oder sogar Schlagfallen, ja, das geht auch alles. Und theopraktisch können wir uns ja sogar da irgendwie einen Notschutzbunker zurechtbauen. Was hat der denn abbekommen? Hat er sich geprügelt? Ey. Nicht prügeln hier. Sowas kann nämlich auch übel ausgehen. Und das will ich überhaupt nicht. Das kann ich gebrauchen wie Fußpilz. Und Fußpilz kann ich gar nicht gebrauchen. Uff. Theoretisch kann ich auch das Ding mal hier... neu installieren. Dann haben wir auch noch hier Platz für so ein Bettchen. Dann können wir mal hier tragen. Sobald da Platz ist, können wir da dann nämlich auch mal was Schönes machen. Klingt gut, ist es auch. Weiter geht's. So, wir haben sogar noch Energie vorhanden. Als Überschuss, warum nicht? Wenn wir schon so einen Energieüberschuss haben, dann möchte ich nochmal
Ach Mist, ich habe nicht genug von dem Zeug, um da großartig was zu machen. Das ist natürlich doof. Details. Aufgabe hinzufügen. Marmor und Schiefer brauchen wir noch. So, haben wir davon jeweils 3, dann passt das schon irgendwie. Wird schon schief gehen. Ach, die beiden haben sich offenbar geprügelt. Na, das ist ja gar nicht mal so nett. Aber jetzt stehen die wieder nebeneinander. Das ist gefährlich auf jeden Fall. Ganz, ganz, ganz gefährlich. Los, zischt wieder ab, bevor ihr noch jemanden von meinen Leuten prügelt, die eigentlich beste Laune sind. Also, wenn da Aggressionen kommen, dann eher von anderer Seite als von meiner. Es sei denn, die haben so einen ganz lustigen Moment und ticken ohne Grund wirklich aus. Kann natürlich auch mal passieren. Aber allein, dass wir hier so ein scheiß Multi-Analysator-Tool haben, finde ich ja eigentlich mega. Großhändler von Sippschaft Westterde. Und, ah ne, das ist die soziale Vereinigung Hesburn. Ja, warum nicht? Sind auch keine Gäste, sondern Karawanen. Okay, die eine Karawane geht, die nächste kommt. Hoffentlich prügeln die sich nicht. Ja, der nächste Tag beginnt auch schon bald. Bedeutet, wir könnten theopraktisch den Döner mal aufwecken, oder? Bedürfnis. Erholung, ach komm. Du bist erholt genug, Döner. Du kannst einfach mal hier hingehen und mit Nadja babbeln. Vielleicht hat die ja irgendwas Praktisches hier auf Lager. Oder wir können hier irgendwas andrehen. Das kann natürlich ebenfalls sein. Kraftstoff ist eigentlich sogar recht günstig zu kaufen. Also im Vergleich zu Holz ist das gar nicht mal so schlecht eigentlich. Teufelsgarnmelone, ja, auch gar nicht mal so schlecht. Granitkönigliches Bett. Plaststahltisch. Ja komm, Tisch aus Plaststahl, warum nicht? Der hält jedes Armdrücken aus. Ja. Nee, das will ich doch gar nicht. Auf null. Bauteile will ich haben. So, wie viele Bauteile gönne ich mir denn davon? 15 zum Bleistift. So, ja, 15 klingt nach einer brauchbaren Summe. Oh, das bringt uns zwar eigentlich kaum Geld, aber im Moment haben wir genug Stoff. Mindert zumindest etwas die Kosten des Ganzen. Wovon können wir noch genug anbieten? Wir haben Pumrattenfleisch. Da ist ja kaum was dran eigentlich. Leguanhaut, Straußenleder. Elefantenhaut. Wovon haben wir die denn noch? Wurde die uns irgendwie hinterlassen? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls haben wir die aus irgendeinem Grund. Boomrattenfell. Nee, da ist mir Boomrattenfleisch schon fast irgendwie lieber. Kartoffels. Könnten wir ordentlich nochmal was verkaufen. Und nee, ich mache lieber nochmal... Ich traue mich einfach mal, Stoff etwas zu verkaufen, in der Hoffnung, dass es kein böses Ende nimmt, aber mindert zumindest etwas unsere Aufwände. Ach komm, dann holen wir uns sogar 20 Bauteile. Ich bin jetzt mal so richtig spektakulös unterwegs. Boom! Im wahrsten Sinne des Wortes. Falls wir mal ganz dringend irgendwie einen Händler rufen müssen mit einem orbitalen Funkfeuer, halb so schlimm, geht alles. Man muss es nur wollen. Ja, ich glaube, diese Dinger kann ich sogar abreißen erstmal.
Bei Theo praktisch haben wir hier mehr als genug Geld, um uns hier was Schönes zu gönnen. Und deswegen tun wir das doch einfach mal. Ich habe Bock, dass wir hier nochmal so ein dickes Ding bauen. Einen ordentlichen Oschi. Strom, Geothermalkraftwerk. Dann können wir das nämlich bald auch auf Strom aussetzen. Wenn das mal nicht nach einer Idee klingt. Und Teufelsgarnpilz bei 68%. Yes, das geht voran. Das wächst auch munter vor sich hin. Ach, hier kann ich theoretisch auch noch was anbauen. Andererseits, im Moment reicht es völlig aus, was wir haben. Das ist das große Problem des Ganzen. Wir sind so gerade auf so einer Plus-Minus-Welle unterwegs. Da will ich jetzt eigentlich nicht noch mehr Felder machen, als eigentlich Not tut. Der Tau ist immerhin dabei, Dreck zu entfernen. Dafür reicht sie vollkommen aus, dass wir es hier sauber haben. Mehr will ich doch gar nicht. So, soll ich denn die Schlachterwerkbank einfach mal hier hinbauen? Baue ich die mal hier hin, dann haben wir auch das nicht mehr hier. Man mag es kaum glauben, aber wir wären gerade ein paar... Das brauche ich auch nicht mehr wirklich. Das kann weg. Das kann weg. Jetzt wird hier richtig aufgeräumt, aber holla die Waldfee. Vielleicht mache ich dann auch hier mal so eine Handwerkskammer dran basteln. Ich meine, generell habe ich ja ein bisschen Steinchen auf Lager. Und gucke mal schauen, das gibt Metall, das gibt Holz, das gibt Bauteile. Und Tau sammelt alles ein. Perfekt. Die Tau ist eine ganz gute dafür, dass in ihrem Kopf eigentlich nur noch so ein bisschen Marmelade rumschwimmt, ist das eigentlich gar nicht mal so doof. Gazelle, tot, ja. Hätte man verwenden können noch. Hab ich aber nicht. Holz, da kann sich Raven doch eigentlich mal drum kümmern. Du priorisierst jetzt Pappeln zu schneiden, aber holla die Waldfee. Bindegewebsmechaniten. Ja. Dönerfrikadelle ist an der Bindegewebsmechaniten erkrankt. Stelle sicher, dass du im Krankenbett und einen Arzt hast. Sorge dafür, dass Dönerfrikadelle eine vernünftige Behandlung bekommt und so viel Zeit wie möglich im Bett verbringt, um sich schnell zu erholen. What the hell? Was macht das denn? Schmerz plus 20%, Arbeiten plus 50%, Bewegen plus 50%, Blutproduktion plus 50%, Erschöpfung plus 70%. Ja, im ersten Moment verbessert es natürlich so einiges. Im zweiten Moment ist es vermutlich potenziell tödlich. Komm, da kann ich jetzt auch daraus Krankenbetten machen. Warum nicht? Krankenbetten, warum nicht? Machen wir alles. Krankenbett und... Krankenbett, ja. Ach nee. Stimmt ja, Zero ist ja unsere kleine Mimose hier. Hä? Ah nee, hier wollte ich gucken. Zero. Ah, da kann ich gerade gar nicht gucken. Haha, das ist es. Deswegen habe ich da Anki, weil Zero von Anki getragen wurde.
Ja, Schmerz plus 20%. Das ist zu viel für einen guten Mann. Schade. Ich glaube, der wird sich noch ein bisschen rumplagen müssen hier. Hab ich so irgendwie im Gefühl. So, dann baue ich hier, glaube ich, mal die Krankenstation auf. Oh, wobei die eigentlich besser wäre, wenn man so halbwegs im Sicheren sich befindet. Na, bauen wir die trotzdem mal hier auf. So. Irgendwann ist die am Sicheren. Wird schon schief gehen. Aber wir haben nicht so viel Silber, da können wir ja kaum sterile Platten verlegen. Ein Revolver liegt hier rum. Warum liegt da ein Revolver? Ach, wegen Zero. Haha, der ist ja umgekippt. Stimmt ja. So langsam ergibt das wieder Sinn. Ach Mensch, Zero ist aber echt so... Ist das so unsere Prinzessin hier? Immer so, wenn man einen Fingernagel abbricht, dann ist die Kacke am Dampfen. Allerdings scheinen sich die Leute hier nicht groß hinlegen zu wollen mit den Mechaniten. Ich muss echt mal nachgucken, ob das eine Krankheit ist, die irgendwann von selbst geht. Ich bin der Meinung, die Mechaniten sind keine problematische Krankheit. Aber das muss ich nochmal genauer nachgucken, wie das genau ausschaut. Aber ich bin der Meinung, das sollte irgendwie schon sich gut ausgehen. So, ja. Baue ich noch mal ein paar Betten mehr. Das ist echt furchtbar. Ich baue viel zu viele Betten gerade. So, die Handelskarawane zieht derweil schön weiter. Warum nicht? Und alle schlafen gemütlich. Zero ja sowieso, wobei... Nee, Zero, du schläfst gar nicht mehr. Du ruhst dich nur aus. Bist du also tatsächlich mal kurz bei Bewusstsein, bevor du wieder ich habe Schmerzen mir wegkippst. Aber gut, jetzt gerade mal nur ausruhend, auch nicht schlecht. Raven, was machst du da? Grau auch schon hier am Rumtoben. Es ist erst 3 Uhr. Warte mal, Grau. Ja. 11. Rippe zertrümmert. Seit wann denn das? Egal. Mit einer zertrümmerten Rippe kann man ja auch immer noch ganz munter umherrennen. Ist ja kein Problem, ne? So. Raven. Ja, ich sehe schon. Blutproduktion und Erschöpfung plus... Ist Erschöpfung plus 70% gut oder negativ? Das ist hier die Frage. Naja, wir werden es ja sehen. So, Krankenbett. Krankenbett. Die Dinger, die mache ich dann doch lieber mal wieder für Gäste. Und dann sehen wir mal beim nächsten Mal, wie das mit den Bindegewebsmechaniten so genau ausschaut. Aber für heute können wir da nicht groß weiter was machen. Also bis dann. Tschüssikowski.